Eine hochalpine Bergwelt, eine vielfältige Flora und Fauna sowie atemberaubende Ausblicke bietet die anspruchsvolle, aber lohnenswerte Wanderung zu den idyllischen Spronzer Seen im Herzen des Naturparks Dechselgruppe. In Dorf Tirol an der Talstation der Seilbahn Hochmuth startet unsere zweitägige Wanderung. Die Bahn bringt uns hinauf auf 1400 Meter Meereshöhe. Unser Ziel sind die Spronzer Seen, die größte hochalpine Seenplatte Südtirols. Eine Tour, bei der die Ausrüstung passen sollte. Knöchelhohe Schuhe sollte man auf alle Fälle haben. Nicht? Ein Fitness natürlich auch, ist ganz klar. Es kann leider auf der Promenade spazieren gehen und nachher auf die Mutspitze steigen, ist nicht das Richtige. Man sollte ein bisschen trittsicher sein. Immer der Markierung 22 folgend, wandern wir oberhalb der Muthöfe leicht ansteigend durch den dichten Nadelwald. An einem klaren Tag wie diesem lässt sich die Aussicht auf Tirol, Meran, das Finchgau und das Etschtal wahrlich genießen. Erster Zwischenstopp ist das Gasthaus Muthkopf, wo wir uns bei einem leckeren Bergfrühstück noch ordentlich stärken, bevor wir den Anstieg auf die Mutspitze wagen. Auf einem mit Schiefersteinen gepflasterten Pfad geht es weiter über den Rücken des Aussichtsberges steil bergauf. 600 Höhenmeter müssen wir bis zum Gipfel über Serpentinen bewältigen. Am Gipfelkreuz angekommen, werden wir dafür mit einem herrlichen Rundumblick belohnt. Sehen wir mal da genau im Westen da die ganze Ortlergruppe. Dann gehen wir ein bisschen weiter rechts. Da fängt praktisch die Dechselgruppe an. Das ist eine Untergruppe der Ötztaler. Und da hinten sehen wir schon einmal die ersten zwei Seen, die wir heute, da wollen wir heute vorbeigehen. Nach einer zünftigen Gipfelmarende setzen wir unsere Wanderung fort. Nun folgt der technisch anspruchsvollste Teil der Tour. Von der Mutspitze über die Taufenscharte sind Trittsicherheit und Schwindelfreiheit gefragt. Zahlreiche Steinstufen und ein schmaler Pfad führen durch eine von Steinen und Felsen geprägte hochalpine Landschaft. Immer wieder geht es auf und ab. Nach rund 2 Stunden Gehzeit liegt der glasklare Pfitschersee vor uns, der südlichste Wasserspiegel der Spronzer Seen. Bald danach folgt der etwas tiefer gelegene Kasersee, der sich unter dem Schutzhaus Oberkaser befindet, unser heutiges Ziel. Die Aussicht hat sich schon mega gut gelohnt. Ich freue mich jetzt auf einen guten Kaiserschmarrn auf der Oberkaseralm und ich glaube, dann haben wir schon echt einen guten Abschluss gefunden für heute. Morgenstimmung auf 2200 Meter Meereshöhe. Der zweite Tag unserer Wandertour bricht an. Heute geht es hoch zur Spronzer Seenplatte. Vorbei am wildrauschenden Bergbach und an der alten Meraner Hütte passieren wir in tierischer Begleitung den Grünsee. Wenig später erreichen wir dann den idyllischen Langsee. Jetzt sind wir genau da im Herzen von der Naturpark Dechselgruppe umgekommen beim Langsee. Der Langsee ist der größte See von den 10 Spronzer Seen. Er hat ca. eine Fläche von 20 Hektar. Alle 10 hochalpinen Gewässer sind als Naturdenkmäler ausgewiesen und versorgen einen Großteil der Stadt Meran samt Umgebung mit Wasser. Retour geht es über den Weg Nummer 6 durch das Spronzertal, das sich tief in die Berge der Dechselgruppe eingefräst hat. Ich muss sagen, die Tour war gigantisch. Es ist einfach allem schön da in der Dechselgruppe, die Spronzer Seen, das ist einfach ein Erlebnis. Müde, aber glücklich erreichen wir nach 2 erlebnisreichen Tagen unseren Ausgangspunkt und nehmen zahlreiche Eindrücke einer unberührten Natur und Ausblicke auf die Meraner Umgebung mit.